Eine Smart City nutzt digitale Technologien, um den Ressourcenverbrauch zu senken, die Lebensqualität für die Bürger zu erhöhen. Sie basiert auf intelligenten Lösungen im Bereich Gebäudeinfrastruktur, Energie, Mobilität, Kommunikation und Services. Ich möchte es vielleicht am Beispiel einer Straßenlaterne erklären. Die braucht heute 20-50% des städtischen Energiebedarfs. Wenn wir diese ausrüsten mit einer Smart LED und die dann nur dann leuchtet, wenn sie tatsächlich benötigt wird, kann ich drastisch die Energie reduzieren. Beginne ich diese aber schon einmal zu erneuern, kann ich neue Funktionalitäten integrieren. Ich integriere ein Wi-Fi, ich integriere eine Photovoltaik zur Energieerzeugung, ich kann eine Ladestation für Elektromobilität reinbringen. Wichtig für all das, dass die Straßenlaterne am Ende zu dem Backbone für das Internet der Dinge einer Smart City macht, ist das Geschäftsmodell. Das heißt, ich muss überlegen, wer ist der Kunde, was ist das Nutzenversprechen, das ich diesem anbiete, Sicherheit, Kommunikation, Services, Ladestation und wie setze ich dieses Nutzenversprechen um? Das heißt, ich brauche hier völlig neue Modelle von Public-Private Partnerships, weil das städtische Budget dafür nicht ausreichen wird. Und wir brauchen dazu dann auch neue Ertragsmodelle, wie beispielsweise Pay-per-Use-Modelle, mit der sich eine Straßenlaterne als ein Element des Smart Cities anschließend etablieren wird. Erfolgsfaktoren einer Smart City liegen ganz klar darin, dass es kein Happy Engineering gibt. Nicht Technologie der Technologie willen, sondern der wahrgenommene Kundennutzen des Bürgers muss im Zentrum stehen. Das sehen wir in einigen Städten wie Lyon, München, Wien, wo es toll gelungen ist, trotz bestehender Quartiere, nicht Neugründungen auf grüner Wiese wie in China. Wichtig dabei ist, think big, start small. Wir brauchen die große Vision, das große Zukunftsbild für eine Stadt. Gleichzeitig müssen wir aber umsetzen in verdaubare, konkrete Projekte.